Hey liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Battle for Neighborville. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, wir sind jetzt gerade hier in diese Runde reingejoint und sind wieder mal unterwegs mit dem guten Captain Toadbot, denn mit dem haben wir immer noch hier ein paar Aufgaben und wir ein bisschen EP mit ihm zu verwiehen und so weiter. Und ja, mal sehen, ob wir es schaffen, jetzt hier die Ladung aufzuhalten. Die Pflanzen sind auf jeden Fall schon gut nach vorne gekommen hier. Mal sehen, ob wir sie jetzt am weiteren Weg hier dran hindern können. Jawohl, den Pilz haben wir schon mal gut getroffen. Jawohl, einen erledigt. Lass mal ein bisschen wegrennen. So, Deckung. Und Papagei, raus mit dir, mein Guter. So, hallo. Okay, da hat auch nicht mal Rakete drauf. Los. Jawohl, der hat auch gut gesessen. Jedem hier ein bisschen Schaden gegeben. Oh, ab ins Fass. Komm, Herr Pilz, das war's für dich. Komm. Jawohl. Hoho. Das waren drei auf einen Schlag, oder? Ja. Drei, so wie es aussah. Jawohl. So kann das doch gerne weitergehen hier. So kann das doch gerne weitergehen. So, Papagei wieder rausholen. Komm schon. Rakete drauf. Jawohl, wieder einer weggeholt. Abschlussserie. Jawohl, und eine Charakterherausforderung haben wir jetzt dadurch auch abgeschlossen wieder. Sehr schön. Ab ins Fass, würde ich sagen. Und ab zum Baum hier. So, lebe wohl, mein Guter. Ah, Mist. Den hat es leider nicht komplett erledigt. Oh nein, Mist. Ah, das war's leider jetzt gerade für uns. Mist, ich dachte, das hat noch eine höhere Abschlussserie. Ich dachte halt auch ehrlich gesagt leider, dass das Fass dann sofort komplett draufgehen lässt. Ich dachte, das Fass war so stark, dass selbst der Baum dann komplett weg ist, wenn man da vor dem steht, ganz genau. Schade. Schade, schade. Ich würde sagen, erstmal Papagei wieder auf Reise schicken. Bis hier oben komme ich nicht lang. Oh, dort vorne kommt die weiter nach vorne. So, reinhalten. Einer wieder weg. Sehr schön. So, unsere Rakete ist gleich wieder. Ja. Okay. Nichts, wenn es uns erledigt. So, kommt Pilz. Dafür war es das für dich. Sehr schön. Nein, daneben. Oh, da kommt noch ein neuer Pilz. Ah, der wird uns fertig machen. Der Pilz ist halt wirklich einfach richtig stark. So auf kurze Distanz, wie ich finde. Der ist schon richtig stark. Irgendwie zu Beginn des Spiels, wo es frisch rauskam, da hatte ich den noch echt gerne gespielt, den Pilz, also in der Founder Edition Zeit. Aber so langsam, ich weiß nicht. Mag den nicht so gerne mehr. Und die Ladung. Die Gegner sind weitergekommen. Ein Stückchen. Komm schon. Jawohl. Hier haben wir gut Schaden bereitet. So. Weiterrennen. Komm schon. So. Heiliges Fass. Los geht's. Ah, nein, Mist. Hat es leider nicht geklappt. Oh. Ja, und kommt es nur mir so vor oder irgendwie leicht ist das Spiel verruckelt. Also mir kommt so vor, als ob das Spiel leicht ruckeln würde im Multiplayer. So fühlt es sich zumindest gerade für mich an manchen Stellen. Dass es nicht so ganz rund läuft, weiß nicht. Weiß nicht, ob das an meinem Internet liegt. Eigentlich kann es daran nicht liegen, weil es eigentlich gut ist. Komisch. Weil irgendwie kommt mir das gerade leicht ruckelig vor. Das Spiel. So. Komm schon. Jawohl, der Rose haben wir gut Schaden gemacht. Ja. Und ich glaube, ich werde eine Ziege, oder? Nee. Werden wir nicht. Gut. Weg mit der Rose. Jawohl, die Rose ist weg. Ab ins Fass. Und holt der Blume, würde ich sagen. Los. Komm schon. What? Nein, die haben uns noch erledigt. Ah, schade.
Schade, schade, das lief gerade eigentlich recht gut wieder so. Also ich hatte gerade das Gefühl wieder, dass es wieder eine schöne Abschlussserie jetzt wird, vielleicht. Aber nein, leider nicht. Jonas ist auf jeden Fall noch stark umkämpft. Wäre eigentlich cool, wenn wir es schaffen würden, dass die Gegner nicht noch weiterkommen. Also dass wir jetzt vielleicht hier schon den Sieg holen. Das wäre eigentlich ganz cool, ne? So, ich probiere mal mit dem Pass dort rein zu rennen. So. Jawohl, eine Zweier-Abschuss-Serie. So, schnell weg hier. Woo! Los, hier hinter. Wow, erstmal ein bisschen kurz zur Deckung bleiben hier. Und Papagei rausschicken. Los, Papagei, ab in die Action. Der Baum muss weg auf jeden Fall. Weg mit dem Baum. Jawohl. So. Okay, wir könnten, glaube ich, zumindest ein bisschen was austeilen. So, nach 3 Minuten müssten wir das hier halten. Na, ich glaube, das ist nichts. Ich glaube, das hat nichts. Also 3 Minuten werden wir es, glaube ich, hier nicht halten können noch. Auch wenn es gerade eigentlich recht gut für uns aussieht. Hä? Den Vogel wieder rausschicken. Und Rakete da unten rein. Jawohl. Oh. Die heilige Ziege bin ich. Schnell hoch. Ach nein. Muss ich halt außen rum laufen kurz. So, wir probieren mal von hinten, so kommen als Fass. Ja, wenn die nicht immer weiter nach vorne kommen wird mit ihrer Ladung. Kommt schon, Fassmodus. Nein! Der blöde Baum hat mich weggeschubst. Ach nein! Ah! Kleiner böser Baum. Ah, ich werde dich noch fertig machen. Und die Kopfbedeckung ist schön dort. Die hätte ich auch gerne. Die hätte ich auch voll gerne für die Kakteen. Okay, wir nähern uns jetzt langsam der letzten Minute. Merke ich gerade so. Mist, da hat es mich runtergehauen. Komm schon, ich muss schnell wieder ins Gefecht kommen. Nein, 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 nein. Oh, es ist umkämpft. Die kommen wieder nach vorne weiter. Ah, komm schon. Bitte. Ich will das jetzt nur ungern zulassen. So, Rakete unten rein. What? Nein. Jawohl. Wir konnten aber noch einen wegholen. Ziegenpower. Los. So. Komm schon. Weg mit euch allen hier. So. Dort hinten ist ein Baum. Der muss auf jeden Fall weg. Der könnte nämlich jetzt zu einer ernsten Bedrohung werden. Ich glaube, der wird auch mich wegholen, ja. Da müssen wir heute auf jeden Fall noch ganz schnell rein mit dem Papagei. Mit unserem guten Vogel. Und da eine Rakete reinfahren. Noch 30 Sekunden müssten wir es schaffen. Okay, es ist machbar. Nein, die Gegner rücken wieder weiter nach vorne. Kommt schon. Es muss umkämpft sein dort. Nein, ich will keine Ziege werden. Nein. Komm schon. Weg mit denen. Weg. Jawohl. Komm schon, das muss umkämpft bleiben. Ich muss hier rüber. Ab ins Fass. Nein. Ach nein. Oh, das war so knapp. Schade. Lebt er dort noch? Nee. Das sah gerade ganz komisch aus. Kommt, da müssen wir das jetzt wenigstens schaffen hier mit den Batterien. Diese kleine Knolle hier treffe ich nicht. Okay, jetzt. Aber wenn es passt, wir probieren nochmal hier das Mäuschen oder so wegzuholen. Komm schon. Kommt die Eichel! Ah, nein! Geh weg! Los! Die wenigstens noch. Nein. Ah, schade. Schade, schade. Ich
hätte gerne wenigstens noch einen dort weggeholt. So. 4 Minuten verteidigen jetzt hier. Ich glaube, das sollten wir aber diesmal hinkriegen. Das sollten wir jetzt eigentlich hinkriegen hier. Ich würde sagen, wir schicken unser Papagei raus und gehen vielleicht ein bisschen mit dem auf Jagd. Mehr oder weniger. Nee, also ich glaube, den muss ich ein bisschen anders spielen. Irgendwie mit dem Papagei bin ich nicht mehr so gut wie früher. Da war ich mal besser mit. Das muss ich ganz klar so dazu sagen. So, komm schon, ich will wieder spawnen. Los! Lauf doch auch mal los! Schlimme den Leuten, die nicht spielen. Ah doch, jetzt läuft er doch los. Gut. Ich wollte schon sagen. So, Duke Power. Ich würde sagen, wir fliegen mal hier über die Mauer drüber. Wir feuern hier in der Rakete rein. Los! Jawohl! Den Daumen haben wir. Hier ist ein bisschen weiter in der Defensive, muss ich bleiben. Mit dem Papagei. Ich glaube, so geht's halt am besten. Einfach so ein bisschen weiter hinten bleiben und ein bisschen halt auffeuern. Noch mit auf die Gegner, statt komplett reinzufliegen ins Gefecht. Ist, glaube ich, besser. So. Kurz hier rum. Ja, noch 2 Minuten 19. Bis jetzt haben wir noch keine Batterie. Das sieht gut aus. Aber letztendlich muss man auch sagen, wenn die eine Batterie kriegen und die abgeliefert kriegen, dann geht, glaube ich, auch die Runde ein bisschen länger. Ich glaube, dann bekommt die ja wie eine Art Verlängerung. Ich bin mir da gerade gar nicht mehr so sicher. Aber ich glaube, so war das ja hier irgendwie. So, komm schon. Zeig die kleine Blume. Jawohl, einen haben wir. Nachladen erstmal. Papagei raus. Los. Rakete hier drauf. Jawohl. Ein bisschen Schaden konnten wir noch machen. Zeig dich wieder. Ich glaube, ich muss mir eine andere Position suchen. Ist, glaube ich, nicht so gut, wenn ich die ganze Zeit dort mithänge. Weil wir irgendwie da doch zu viele sind, wie ich finde. Ja. Und falls der Baum mich das jetzt erledigt, muss ich vielleicht sowieso mal was nachforschen, und zwar was ich noch alles so machen muss bei den Aufgaben, die ich jetzt noch so übrig habe. Weil wir haben ja jetzt, glaube ich, die Runde schon bestimmt 3 Aufgaben abgehakt. Und das ist ja schon mal echt nicht verkehrt. So, deswegen, wir schauen mal kurz nach. Herausforderung. Oh, das sieht doch gut aus. Heldenabschuss nach Ankerwurf. Ja, mal sehen. Abschüsse mit vollgeladenem Fernglasschuss. 3 von 50. Okay. Ja, also davon schaffen wir auf jeden Fall nichts mehr in der Runde jetzt. Zeittechnisch ist das leider nicht mehr drin, aber ist doch schon mal ganz gut. Wir haben auf jeden Fall gut jetzt auch hier diese blauen Dinger verdient. Ist doch nicht schlecht. Das ist doch echt nicht schlecht. So. Da ist auch egal, dass ich jetzt draufgegangen bin oder so. Läuft doch gerade gut. So für uns mit den Aufgaben hier und so weiter. Ich sehe auch gerade so. Ich bin ja gerade eh der Beste. Der Beste. Der Zweitbeste in unserem Team. Ist auch nicht schlecht. Der Sieg gehört uns. Nehmt euch in Acht. Ja? Jawohl. Sehr schön. Jawohl. Sehr schön. Ja, war doch eine gute Runde.
Mal sehen, wie viel Gold wir jetzt kriegen, so noch zum Schluss. Da bin ich jetzt mal noch gespannt. Oh, mich wundert, dass ich gar nicht mit hier stehe. Das wundert mich gerade echt. Aber wir haben eigentlich gerade schon echt verdammt gut gespielt haben. Aber naja, macht nichts. Muss ich ja nicht. Ich muss ja nicht unbedingt mit dort stehen. 15.000 Münzen. Ja, das ist doch recht gut. 30.000 kostet eine Kapsel. Ja, geht doch echt klar. Ich würde sagen, wir schauen dann jetzt bloß nochmal. Wegen Dings. Was wir uns hier holen. So. Was haben wir denn hier? Ah, wir müssen jetzt erstmal hier so weitermachen. Okay, gut. Ja, so was Besonderes gibt es jetzt noch gar nicht hier für uns. Ich würde sagen, wir nehmen als nächstes dann, obwohl der obere Weg recht schön schon ist hier wegen dem Münzenzeug und so, würde ich sagen, nehmen wir als nächstes dann den unteren Weg, einfach hier wegen diesen Zuckerkolben, die finde ich ganz nett. Die würde ich eher nehmen als so ein Emote und so. Finde ich da schon schöner. Ja. Ich hoffe, dass in den 3 Wochen, die noch hier dieses Event geht, wir es vielleicht noch schaffen, an die Katze heranzukommen. Also diesen katzenmäßigen Skin für den Pilz. Den finde ich echt ganz cool. Ja, also der hat schon verdammt was. Der sieht schon echt schön aus. Nun gut, Leute, ich würde dann sagen, wir machen dann jetzt auch einfach Schluss. In der nächsten Folge geht es dann weiter mit einer schönen Runde. Ob die schön wird, weiß ich natürlich noch nicht. Aber ja, schauen wir mal. Nächste Runde werde ich probieren, mal noch eine andere Aufgabe zu machen und so. Und ja, das war's an der Stelle. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt mir auch gerne einen Kommentar, wie euch so das Skin gefällt. Das würde mich mal interessieren. Und ansonsten empfehlt mich gerne weiter oder teilt auch das Video an Freunde und Kollegen. Das war's, Leute. Haut rein, euch noch einen schönen Tag. Tschüssi.